Guten Morgen, heute ist Thanksgiving und ich werde euch versuchen, den Tag mitzunehmen. Und ich werde jetzt erstmal duschen gehen, weil ich schrecklich aussehe. Aber das ändern wir gleich. Und viel Spaß! Ich habe mich jetzt geschminkt und meine Haare müssen jetzt noch trocknen natürlich und Thanksgiving kann losgehen. Wir haben Thanksgiving hier bei meiner Gastfamilie verbracht, mit der Familie von meiner Gastmutter. Wir waren nur 9 Leute, also nicht so viele. Und es gab Turkey, es gab Schinken, es gab alles, was zum typischen amerikanischen Thanksgiving-Essen dazu gehört. Und ich muss ehrlich sagen, dass mir das deutsche Festessen, was wir immer essen, also Ente und Bratensoße und so, schmeckt mir besser, aber es war trotzdem sehr lecker. Und dann gab es Pumpkin Pie und Apple Pie und noch ein paar andere Kuchen. Und dann nach dem Essen bin ich auch mal rüber zu Hayley und Leafe gegangen und habe der Familie Hallo gesagt. Und dann ist Leafe auch mit hierher gekommen und hat Hallo gesagt. Also wir haben quasi an 2 Orten mehr oder weniger gefeiert. Und dann nach dem Essen und Feiern und Zusammensein sind wir dann um 6 Uhr losgefahren, um Black Friday Shopping zu gehen. Ja, es war am Donnerstag, aber es fängt schon am Donnerstag an und geht dann in den Freitag rein. Jedenfalls war das die anderen Jahre immer so. Dieses Jahr war das allerdings so, dass irgendwie nachts nichts auf hatte. Also die Mall, zu der wir gefahren sind, die hatte bis um
Mitternacht auf. Wir wollten aber zu einer anderen Mall eigentlich fahren, die hatte aber an Thanksgiving gar nicht auf. Und das hat sich dieses Jahr irgendwie alles geändert. Weiß ich auch nicht warum. Auf jeden Fall sind wir dann um 6 losgefahren und das Problem war aber, dass irgendwie nicht so viele Läden in der Mall auf hatten. Die wären dann wahrscheinlich erst an Black Friday wirklich offen gewesen. Und das hat mich so ein bisschen frustriert, weil ich habe mich richtig darauf gefreut, auf dieses Black Friday Shopping. Ich habe mir dann diesen Pulli hier gekauft, den ich gerade anhab, und für Sonntag ein paar Sachen, weil Sonntag haben wir eine Sock Exchange Party. Mehr haben wir auch gar nicht gekauft. Und dann sind wir noch zu Taco Bell gefahren, haben was gegessen und sind dann wieder nach Hause und dann noch zu Freunden und haben dann die ganze Nacht Filme geguckt, gequatscht und einfach zusammengesessen. Und das war sehr schön. Ich habe nicht so viel Schlaf bekommen. Deswegen habe ich dann am Black Friday geschlafen morgens. Also so von 10 bis 2 oder so. Abends sind wir dann noch nach Muskogee gefahren in The Garden of Lights. Also da sind ganz viele Weihnachtslichter gewesen und da fährt man mit dem Auto durch. Und da habe ich auch für euch gefilmt und das zeige ich euch jetzt noch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt einen Einblick in mein Thanksgiving bekommen. Das war mein erstes Thanksgiving und wird wahrscheinlich erstmal auch das letzte sein. Es war ganz schön und ich bin froh, die Erfahrung gemacht zu haben. Und jetzt kommt Weihnachten. Die Amerikaner haben von Thanksgiving zu Weihnachten in einer Nacht gewechselt. Jetzt ist überall Weihnachtsstimmung und wir haben heute auch etwas das Haus dekoriert. Fall Decoration eingepackt und Weihnachtsdecoration ausgepackt. Weihnachtsbaum haben wir aufgestellt und auch dekoriert. Und jetzt kommt Weihnachten und ich freue mich drauf. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Habt einen schönen Tag.